Hallo zusammen, willkommen noch ein Video von mir. Ich habe hier einen Mintai-Blog, also diesmal keinen kleinen, sondern einen großen. Und zwar ist es Mintai bei Carola und die Kollektion nennt sich Wilderness. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, du kannst das ja lesen. So, und jetzt zeige ich dir die ganzen Blätterchen da drin. Also ne, das Papier ist auch ähnlich wie bei P13, es ist 240 Gramm schwer. Die Coverseite ist sozusagen Plusseite, weil auf der Rückseite diese hübschen Motive sind, die ich dir gerade eben gezeigt habe. Genau, das ist also dann dieser One Bonus Sheet. Und dann sind hier doch 2x12 Designs. Also müssten das doch 24 Blätter dann sein, ne? Habe ich jetzt nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich denke auf jeden Fall schon, denn ich höre auch gleich auf mit den Blättern, weil ich merke, okay, das wiederholt sich. Und das Coole ist, ach, wir alle lieben Karo, oder? Auf der Rückseite haben wir fast immer Karo, außer jetzt bei diesen 3x4, ist doch 3x4, ne? Kärtchen sozusagen, da jetzt nicht, aber ansonsten haben wir halt eben immer Karos. Das ist total schön. Ich habe damit auch relativ viel gemacht, weil, ja, ich mag das halt eben, ne, so gerne. Genau, ich habe diesen Blog schon richtig, richtig lange. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn mal gekauft habe. Er liegt schon einige Jahre hier. Und jetzt beginne ich damit, ihn mal anzubasteln, sage ich ihn mal. Denn wie du im Titel gesehen hast, sind es ja nur 10 Karten geworden. Das heißt, ich habe jetzt nicht den ganzen aufgebraucht. Hier benutze ich mal wieder die Stanze von Sammy Finn. Ist eine deutsche Designerin und ich glaube, die macht auch in Deutschland die Stanzen. Na, auf jeden Fall. Such mal bei Google Sammy Film, da findest du ein paar coole Sachen von ihr. Ich bin ja schon ein kleiner Fan, benutze es aber leider irgendwie ein bisschen seltener, ich weiß nicht warum. Aber würde sie jetzt noch mehr Stanzen rausbringen, würde ich sie schon kaufen, wenn sie mich jetzt ansprechen. Sie hat ein paar mehr A6 Stanzen, so ist das nicht. Also ich sammle die ja eigentlich, aber auch mit Logik ein bisschen. Und da war so ein paar Sachen mit bei, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, weil ich das so ähnlich schon leider von anderen Marken habe. Aber wenn du jetzt vielleicht ganz neu anfängst, ich finde ihre Preise sind wow, also ja. Also wenn du jetzt erwachsen bist, und ich glaube, die meisten Zuschauer von mir sind ja erwachsen. Ich habe glaube ich, gar keine Jugendliche, ne? die gehen dann auch in der Regel meistens arbeiten und dann kann man das dann auch sich kaufen. Man kauft natürlich am Anfang nicht ganz so viel und vielleicht nicht immer so teure Sachen. Aber die von Sammy Film, das ist nicht teuer, finde ich persönlich. Also ich versuche das mal so ein bisschen mit Create a Smile zu vergleichen, was auch eine deutsche, sehr sympathische Besitzerin ist von einem Shop. Aber da sind die schon ein bisschen teurer. Aber ich habe da auch ein paar von, ne? So ist das ja nicht. Und Stempel auch. Sammy Film hat auch Stempel. Ich besitze auch, glaube ich, ein Stempelset von ihr. So ein Osterset. Viel mit Ausmalen, was ich nie mache, aber irgendwie so Fangirl-Moment gehabt und bestellt. Und jetzt habe ich es da. Sie hat auch eine ganz tolle Weihnachtskollektion von ein paar Jahren rausgebracht. Entschuldigung, jetzt, wenn ich hier gerade über jemanden rede, dann fällt mir dann so Step by Step alles ein, was sie so hat. Das wollte ich auch mal shoppen. Voll vergessen. Vielleicht nächstes Jahr. Ich habe so viele Weihnachtssachen. Das ist ein ganzes Fach voll. Das wird zwar immer so ein kleines bisschen kleiner, aber da kommen mal wieder so neue Sachen rein. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr die Action-Blöcke habe ich noch gar nicht entdeckt. Also habe ich noch gar nichts gekauft. Also wenn ich da noch ein paar toll finde, dann platzt das hier ein bisschen. Dann muss ich mal zusehen, dass ich ganz viele Karten mache und sie dann, ja, größtenteils dann verschenke. Weil ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, bis jetzt immer nur so 2 Weihnachtskarten oder so verkauft. Ich glaube, das kauft irgendwie keiner bei mir. Nicht schlimm, ne? Also, aber ich meine, dann muss ich das halt ihm verschenken. Weil ich habe echt viele. Ich habe noch im Keller einige Karten, weil ich hier nicht wusste, wohin damit, ne? Ich verschenke zwar relativ viel, aber ich habe immer noch so viel. So, ich ein bisschen Speed drauf, weil ich einfach nur so Foamtape auftrage auf meinen Tag, den ich ja mit der Semifilm-Stanze da ausgestanzt habe. Und dafür gibt es halt eben so eine schöne Mattung. Da habe ich mir ein ganz hübsches Grün rausgesucht. Ich habe meinen Farbkarton angeschnittene Papiere meistens so einer Mappe gleich neben mir. Dann greift man eher dazu, als wenn es weiter weg ist. Es ist ja alles nicht weit weg bei mir. Es ist ja alles nur eine Ecke. Aber trotzdem neigt man dazu, nach oben zu greifen, als sich umzudrehen und zu gucken, was du da noch hast. Deswegen ja, finde ich das ganz praktisch, dass meine Papierreste, sage ich das jetzt mal, in Mappen in meiner Nähe sind. Das kann ich nur empfehlen, sowas. Manche haben auch eine große Box. Ich weiß nicht, ob das so nicht zu lange dauert, das Rumwühlen, wenn du das nicht nach Farben sortiert hast. Aber vielleicht ist das nur meine Macke, alles nach Farben zu sortieren. Außer Bücher. Das wird alphabetisch sortiert. Da habe ich aber auch rigoros aussortiert. Ne? Wir mussten ja ein Bücherregal aufgeben, wegen Platzmangel. Ja, da habe ich einiges verschenkt. So, das ist zum Ruhestand. Ne? Ich finde irgendwie, das ist so, ja, so maskulin. Es ist ja alles so Camping-Style.
Ich campe aber gar nicht, deswegen wusste ich nicht, also ein Album hätte sich jetzt nicht gelohnt. Mein letzter Campingurlaub liegt, ach, ich weiß auch nicht, 14 Jahre her. Da habe ich mit meinem Mann mal gecampt. Also 2 Nächte in so einem Wohnwagen zur Miete. Ja, war ganz süß. Im Zelt haben wir auch mal geschlafen. Ja, aber seitdem nie wieder gemacht. Deswegen, ja, also ein Album lohnt sich jetzt nicht. Ich würde ja auf jeden Fall so maskuline Karten machen. Auch so hier so Ruhestand. Hier gerade hier mit einem Heißluftballon. Das kann auch zum Geburtstag gehen. Ne? Das ist so ein bisschen rustikalere Karten, was auch mal ganz gut für Männer geht, ne? Aber auch für Frauen, weil die Farben sind jetzt, finde ich, sehr unisex. Dann habe ich hier so eine Stanze, da steht so alles gut, ist so eine Wimpel, liebe ich voll, so eine Wimpel, wo man schon die Schrift so gut sehen kann. Und da arbeite ich mit so einer Stanze, die ist von AliExpress. Die hat auch so eine hübsche Mattung, das ist schon ein bisschen niedlich, aber ich finde, genau das meine ich ja damit. Das geht ja dann da schon für beide. Ne? Also dieses Gewellte ist vielleicht ein bisschen niedlich, aber das Motiv ist schon erwachsen. Und ja, Caro. Vielleicht sollte ich mal meinen zukünftigen Hund Caro nennen. Nein, 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 ich habe schon einen Namen. Also irgendwann wird es bei mir einen Hundi geben. Ich gehe mit den Gedanken schon total lange schwanger, aber irgendwie ist irgendwie nicht alle so überzeugt wie ich davon. Aber wenn es soweit ist, werde ich das auf jeden Fall mitteilen. Ne? Viele sind auch, also einige, wenn ich das so erzähle, sind so, boah, das ist doch gar kein Hund, aber ist mir egal. Ich habe mich verliebt. Ich will auf jeden Fall einen kleinen haben. Einige sagen, hast du nicht genug zu tun? Ja, schon. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist das dann so perfekt. Ne? Und meine kleine Tochter Olivia, die liebt Hunde über alles, die würde sich auch sehr, sehr freuen. Mal gucken, wann das mal in Erfüllung geht. Ich habe es mir das zwar zum Geburtstag gewünscht und ich habe ja im November Geburtstag. Ich sehe es aber nicht kommen, dass mein Mann das macht. Nee. Dann habe ich mir halt eben so einen Purelei-Kalender ihn ganz unauffällig rübergeschickt bei WhatsApp. So, den finde ich auch ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, er hat gar nicht darauf geantwortet. Ich hoffe, er hat das jetzt nicht überlesen. Und dann kriege ich, weiß ich nicht, dann irgendwie gar nichts zum Geburtstag. Das wäre dann auch doof. Ja. So, innen drin klebe ich mal so ein Fähnchen auf. Das mache ich immer so, wie ich Lust habe. Mal habe ich Lust, mal denke ich dran. Gerade so bei 10 Karten mache ich das schon vermehrt. Ich zeige es vielleicht, glaube ich, auch nicht immer. Manchmal mache ich das auch. Doch, ach, ich kann es dir gar nicht sagen. Also, wie ich Bock habe, ne? Ich zwinge mich ja zu nichts. Ne? Ist ja immer alles hier nur mit Spaß verbunden. Das soll ja einen ein bisschen entspannen, hier am Schreibtisch zu sitzen und etwas Schönes zu kreieren. Ich habe auch mal wieder Lust, irgendwie abzufilmen, eine Box oder so. Aber das entspannt mich nicht ganz so sehr, weil ich da immer so sehr auf Maße achten muss, weil ich das ja nicht tagtäglich mache. Dann ist das nicht so ganz entspannend. Aber Lust habe ich irgendwie schon. Weil ich vor kurzem einen Kommentar hatte über diese. Ich habe ja manchmal, wenn ich Craft-Updates mache, mache ich ja so eine Shorts, ne, hier bei YouTube. Und da habe ich ja mal so einen Süßigkeitenkoffer gemacht für den besten Freund von meinem Sohn. Da stand letztens ein Kommentar, dass ich das doch mal ein Video dazu mache. Aber in Zentimetern kann ich das nicht, glaube ich. Weil ich ja mein Falzgeschichte hier alles in Inch habe. Ich habe gar kein Falzbreite mit Zentimetern. Mal gucken, ob ich das mache. Ursprünglich ist das ja die Idee ja von Sam Kalkut, das habe ich auch erwähnt. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, zu so einer großen Kofferchen. Ne, fällt mir jetzt gerade ein. Also nee, ich fühle mich jetzt gerade nicht unter Druck gesetzt. Wir plappern jetzt über was anderes. Hier klebe ich so eine durchsichtigen Steinchen drauf. Und bei meinem Pickup-Tool hebe ich das so schön auf. Ne? Den habe ich ja selbst gemacht. Den finde ich total schön, weil er so ein Gebamsel dran hat. Bei mir kann ja alles Gebamsel sein. Ach, ich hätte so gerne auch in meiner Tasche wieder eingebamselt. Aber das verheddert so mit meinen langen Haaren leider so ein bisschen. Und jetzt auch mit dem Schal. Aber in meiner Kosmetiktasche ein bisschen gebamselt. Ich liebe das Wort voll. So, jetzt aber Karte 5 bis 6. Da haben wir auch schon wieder so ein kleines Fähnchen vorbereitet. Und ich glaube, das ist meine Lieblingskarte. Die hat auch, glaube ich, von allen am längsten gedauert. Und ja, ich mag die irgendwie total gerne. Ich hätte davon ruhig ein paar mehr machen können. Aber wie immer sitzt da so ein bisschen der Zeit im Druck bei mir, weil ich ja gerne mal ein Video in der Woche schaffen möchte. Und das hier habe ich ja angefangen am 21. September das Video und guck mal, heute ist der 11.10. Ne? Also das verschiebt sich manchmal so alles so arg. Genau, also hier habe ich erstmal aus einem Designpapier diese Lampe da ausgeschnitten, so eine Öllampe ist das. Und hier schneide ich das Feuerchen weg, weil irgendwie
ja, lässt sich das Feuerchen nicht so gut ausschneiden. Deswegen habe ich es einfach weggeschnitten, dann kommt die anstatt diesen Lagerfeuerchen die Lampe dahin. Finde ich irgendwie schöner, aber das kann man ja für sich selbst entscheiden, was man da so wegschneidet. Man hätte auch die Tasse wegschneiden können und da die Lampe hinmachen können. Also jeder, wie er mag. Ja, und da sind halt eben so Wanderschuhe mit so einem Wanderrucksack. Ich habe noch nie gewandert. Oh, vielleicht kommt das ja noch. Und hier werde ich auch den, also nur den Rahmen, so dass man nur den Rahmen sieht, das Außenrum schneide ich jetzt weg. Und dann habe ich mir aus so Holzpapier vorbereitet, goldene Liniensticker. Die müssten, glaube ich, von Idee mit Herz sein. Die habe ich schon ganz, ganz lange schon. Und dann hatte ich noch so ein dünnes Reststreifen von diesem Karo-Papier. Dann habe ich so ein Fingers-Bounty mir rausgesucht und dann einen Braunton. Hier, das ist jetzt Stamping Up. Ich glaube, Wildleder. Und dann inke ich das so ein kleines bisschen ein, dass man die Schnittkante nicht so sieht. Und dann hier bei den Schuhen noch ein bisschen. Und das war es auch. Also jetzt nicht die ganzen Teilchen jetzt. Ja. Und dann wird halt eben gestempelt. Ne? Ich möchte da in den Rahmen halt eben das herzlichen Glückwunsch stempeln. Aber herzlichen Glückwunsch geht ja immer. Zu allen Anlässen kann man das verwenden. Genauso wie alles Gute. So, und das platziere ich da so oben hin. Und ich werde, glaube ich, auch mit Wildleder stempeln. Ne? Die Farbe liegt schon mal da. Ja, ich drehe mir das manchmal so ein bisschen falsch rum, weil manchmal finde ich das immer gar nicht so einfach zu sehen, ob es jetzt gerade darauf liegt oder nicht. Das mache ich dann noch einmal. Der Abdruck hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Jetzt aber. So, und Wildleder färbt halt hier immer Stempeln rosa ein. Ich weiß nicht, warum die das macht. Aber gut, sind ja meine, ist nicht so schlimm. Es verändert ja nicht den Abdruck, sondern das liegt. Also der Stempel, der Clear Stamp ist halt eben dann nur durchsichtig, genau. Ja. Und nach diesem Video müsste dann als nächstes ein Weihnachtskartenvideo kommen. Genau, das habe ich jetzt schon fast wie im Kasten. Muss halt eben nur noch geschnitten werden. Und ja, bin ich mal gespannt. Dann geht meine Saison mit den Kartenvideos auch los sozusagen. Will auf jeden Fall, wir haben ja jetzt Oktober, ne? Also bis Mitte Dezember will ich das schon machen. So, dass wir vielleicht auf, ich weiß nicht, sag ich schaffe noch 2 in Oktober, dann 4 in November, habe ich ja 6. Dann vielleicht komme ich ja auf 8, so dass ich mit 8 Blöcken arbeiten könnte. Ich werde natürlich dann trotzdem nicht alle anbrechen können, die ich besitze. Ich habe schon ein paar mehr hier. Aber ja, ein paar habe ich auch schon letztes Jahr angebrochen, aber das hat eben Teil 2. Ne? Auf jeden Fall, das habe ich vor. Also 8 Videos mit Weihnachtskarten und winterlichen Karten irgendwie so. Ne? Manchmal stempel ich da auch nur Wintergrüße drauf, passt ja dann auch. Ne? Könnte man dann, wenn es jetzt nicht gerade mit Tannenbaum ist, mit Geschenken, auch dann im Januar noch verschicken, so auf die Art. Ne? Weil Januar, Februar ist auch noch Winter. Ja, genau, das habe ich halt ihr auf jeden Fall vor. Wie gesagt, aber nichts mit aktuellen Sachen. Ne? Aktuell habe ich irgendwie nichts gekauft, was auch nicht überhaupt nicht schlimm ist. Wenn es mir über den Weg läuft, kann ich aber nicht garantieren, dass ich da es nicht kaufe. Ne? Aber ja, wenn ich natürlich was Aktuelles kaufe, dann würde ich das schon benutzen wollen, weil dann sind halt haben viele den Blog und freuen sich natürlich auf Inspirationen. Ne? So ist es ja nicht. Aber einige von uns haben ja auch noch die Sachen von den Jahren davor. Ne? Und ja, so, ich glaube, dieser Streifen ist nur 1 Inch breit, ne? Also wie gesagt, ist nur ein Reststück, dann kommt innen drinne noch mein Fähnchen rein. Das ist mein kleineres. Ich habe da so 2 Stanzen. Eines ist ein größeres Fähnchen, das andere ist so ein kleineres. Irgendeins von den beiden Fähnchen ist aus einem Action-Set, aber ich weiß nicht aus welchem. Ich nehme das ja mal alles auseinander und baue mir das so zusammen nach Themen oder nach Formen, also nicht nach Marken. Genau, jetzt habe ich das so platziert, dass ich das gebündelt dann mit Foamtape aufkleben kann und mein Bilderrahmen, sage ich jetzt mal, klebe ich schon mal flach auf, Flüssigkleber. Und da kommt 2 mm Foamtape drauf.
Ja, da habe ich auch, ne, Streifen, Kreise, Hexagone, ne, einmal alles bitte. Ich arbeite ja die mit viel Foamtape. Favorit ist natürlich 1 mm, aber ja, mal nehme ich auch 2, weil ich davon ja ein bisschen mehr da habe. Und ja, da bin ich mal nicht so sparsam mit. Kügelchen sind auch süß. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke die sind. Aber ich weiß nur, dass ich sie über Kreativbund gekauft habe. Habe ich ja schon etwas länger. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Flüssigkleber draufgepackt, einfach nur, weil einige schon etwas älter sind, länger mein Bestand sind und dann haben sie ein bisschen Unterstützung. Und dann habe ich hier so eine goldenen Halbperlen. Da muss ich auch mal ein bisschen besser gucken. Einige sind ganz schön zerkratzt. Die sind jetzt von AliExpress. Ja, dann muss ich ab und zu mal vielleicht mal eine Kügel, eine Halbkugel mal wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob sie jetzt vielleicht so alt sind oder weil sie gegeneinander klatschen. Auf jeden Fall sind das von zwei unterschiedlichen Händlern, weil ich das jetzt einmal nachgekauft habe. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche sind jetzt doof, welche nicht. Ich weiß das auch nicht. Ja, naja, ist nicht so schlimm. Braucht sich schon auf. Gold benutze ich relativ oft. Ich habe die auch in Silber, verwende ich aber gar nicht so oft, ne, wie in Gold. Jawohl, jawohl. So, nachdem wir sie platziert haben, ich glaube 5 Stück sind es geworden, nehme ich diesen Nouveau Glaze. Das ist so eine ganz flüssige Glanzschicht sozusagen, die so ein bisschen absteht. Wenn da Luftbläschen drin sind, kann man die einpieken oder mit dem Feuerzeug weglösen, wegbrennen sozusagen. Da muss man ein bisschen sich geduldig sein, bis es halt eben hart wird und dann glänzt das so schön und dann bildet das auch so eine kleine Kuppe. Ja, und das finde ich gerade so, immer wenn es mit Glas oder Feuer zu tun hat, benutze ich das total gerne. Ja, ne? Jetzt da. Am Ende siehst du es dann, wie es getrocknet aussieht. Ja, und dann haben wir hier zum Ruhestand wieder. Ich weiß nicht, passt irgendwie, ne? Mache ich voll gerne. Ein Kartensketch, den ich jetzt auch schon dieses Jahr mehrfach verwendet habe, mag ich voll gerne. Nur diesmal habe ich diese zwei Streifen mit so einer Stanze benutzt, so eine Bannerstanze, die total lang ist. Und dann, ich weiß nicht, ob du es in der Kamera so gut siehst, aber die Karte vor sich sieht man schon, dass es so einen genähten Rand hat. Total schön. Und dann habe ich hier zwei Stempelkisten hier rausgesucht zum Eininken. Hier schneide ich eine Ecke so ab, damit es ein bisschen gewellt ist. Und die Farbe ist so perfekt match, finde ich, mit diesem Designpapier. Ich habe sie mir hier noch draußen, genau. Das nennt sich Evergreen Bow, glaube ich. Also Bough geschrieben. Also Evergreen Bow wahrscheinlich. Ja, und die passt halt eben perfekt, ne? Und da inke ich mir das so ein bisschen ein, weil ich halt die nicht matten möchte, weil das Papier von Mentee ist ja ein bisschen schwieriger und dann, ja, versuche ich dann schon ein bisschen auf Mattungen zu verzichten, soweit es geht. Oder halt eben, wenn dann. Auf jeden Fall Tonpapier und kein Cardstock. Weil sonst ist das einfach zu schwer. Das sieht einfach blöd aus, wenn du die Karte aufklappst und dann kippt das so nach vorne. Ja, also ich mag das nicht. So, und dann haben wir hier Pizza Crust, ne, von Longfong. Das ist ja der Stempel, den ich jetzt nicht ganz so nice finde. Den versuche ich ein bisschen aufzubrauchen. Wegschmeißen kann ich ihn nicht. Ja. Und dann kleben wir das alles halt eben wieder zusammen, ne? Nur bei den Enamel Dots stelle ich fest, dass mir das irgendwie zu niedlich ist. Das werde ich nicht verwenden. Aber das passiert manchmal, dass ich das mir so alles so vorbereite, damit einverstanden bin und dann beim Basteln stelle ich dann fest, nee, ich will das dann doch nicht, auch wenn es farblich vielleicht passt, aber die Sternchen passen einfach jetzt nicht zum Thema jetzt, ne? Deswegen werde ich die jetzt nicht verwenden. Aber ansonsten bleibt alles so. Und ja, da gucke ich mal wieder, ob da so eine kleine Linie ist, was eine selbstgemachte Karte hier ist. Aber ich muss auch sagen, bei den gekauften Karten, ich habe ja letztens hier von Craft UK Karten gekauft, wenn ich die dann zusammenlege, sind die auch nicht perfekt übereinander. Da ist die Falze auch nicht so ganz zentral. Naja, oder liegt das an mir? Also ich weiß nicht, Falze, das stand schon so, wie es da vorgelegt ist. Egal, nicht so schlimm. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn ich das immer so ein bisschen wegschnibbeln muss. So, genau, hier bin ich ein bisschen vorsichtig, weil die Tinte dann natürlich ganz trocken ist, aber den Fingern ist das nicht so doll. Aber Hauptsache, ich touch das nicht an und dann ist da überall Evergreen Bow drauf, ne? Das klingt so falsch, wenn ich das ausspreche. Evergreen Bow. GH. Ich werde es nicht nochmal aussprechen. So, sorry.
So, und hier kommt auch 2 mm Foamtape drauf. Das sind so die Hexagone, die kleinen Süßen. Das werde ich flach aufkleben. Den Spruch hat hier mit 2 mm Foamtape. Und dann sind wir auch schon fast durch. Der Spruch ist ein Stempel und Stanze von. Stempcorn. Nein, 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 gar nicht Stempcorn. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. JM Creation. Oh Gott, davon habe ich doch so viel da. Wie konnte ich das jetzt so. Wie ist das mir aus dem Sinn gekommen? Ich weiß das nicht. Ja. Wie gesagt, den SketchUp mag ich total gerne. Der ist irgendwie. Ja, der macht irgendwie Spaß. Und jetzt, wo ich diese Stanze entdeckt habe, dass ich das damit auch machen kann, noch viel geiler. Bin ich vorher nie auf die Idee gekommen, zu gucken, ob ich so eine längliche Stanze habe für dieses Kartensketch. Ja, finde ich toll. Wenn man so plötzlich seine Stanzen für ganz neue Sachen entdeckt, die man vorher irgendwie dann nicht so be benutzt hat. Ja, und du siehst, ne, die Kreise habe ich jetzt für die erste Karte verwendet und die Sternchen wollte ich eigentlich dafür verwenden, aber will ich dann doch nicht. Und ich habe ja relativ viele Enamel Dots. So ist es ja nicht. Ne? Ich habe da auch eine kleine Leidenschaft für, das zu kaufen. Und die sind natürlich auch hier nach Farben sortiert, auch wenn hier grün viel mit Mintig mit bei ist. Aber ich kann mich immer selbst nicht entscheiden. Ich sitze, wo ich Mint jetzt so richtig zuordnen darf. Eher zu blau, zu grün. Also habe ich das zu grün gemacht. Hauptsache, ich weiß es dann beim Basteln, wo was liegt. Ja. Und die sind irgendwie ein bisschen zickig. Die kleben ein bisschen stark, aber ich brauche halt trotzdem irgendwie Flüssigkleber ein bisschen drunter, weil ich irgendwie ein bisschen Angst habe. Und da siehst du, da hat sich auch die Folie da irgendwie gelöst, ne? Also ich weiß auch nicht, woher die sind. Ich zerschneide sie ja mal. Ich kann es mal nachhinein immer nicht so wirklich sagen. Du siehst noch ein paar Verpackungen, aber wenn es dann zu dick wird, hole ich alle Verpackungen raus, weil Hauptsache, es passen mehr Enamel Dots rein und mir das ist dann wurscht, ob ich dann sagen kann, von wem das ist oder nicht. Ja, und das war die erste Karte, ne? So, kommen wir zur Karte 9 bis 10 und da arbeite ich wieder mit meiner Lieblingsstanze von Simple und Basic. Die nennt sich Mosaikstanze. Nein, die heißt eigentlich Wonky. Wonky irgendwas. Aber ich nenne sie immer Musikstanze. Und ja, da kann man so relativ kleinere Reste für verwenden. Und da habe ich mich auch für dieses wunderschöne Grünton hier entschieden. Habe das Happy dreimal ausgestanzt. Also es hat jetzt gar keinen Sinn jetzt, dass ich jetzt drei unterschiedliche Grüntöne habe. Man sieht das nicht. Ich habe einfach nur meine kleinen Restpapiere dafür verwendet. Ja, bei Wortstanzen arbeite ich nicht ganz so gerne mit Foamtape. Da ist es mir schon lieber, dass ich das ein paar Mal durchkurbel und dann übereinander klebe. Dann ist es ganz leicht erhöht. Und dann siehst du auch in meinem rosa Kästchen das so eine Stanze mit Birthday. Das habe ich auch einmal in Weiß durchgekurbelt, einmal in diesen hübschen Grünton. Das ist aber so ein Schimmergrün von Crafters Companion. Das weiß ich, weil die haben echt die schönsten Effektpapiere, wie ich finde. Und da habe ich mir die Buchstaben aufbewahrt. In der Regel mache ich das ja nicht so, aber irgendwie, wenn ich die Buchstaben wieder reinsetze, sieht das irgendwie noch cooler aus. Und das mache ich jetzt, glaube ich, hier zum ersten Mal. Ich habe das sonst immer nur ein Stück weißes Cardstock dahinter geklebt und dann war es das fertig sozusagen. Aber wenn ich die Buchstaben reinsetze, sieht es schon schöner aus. Ne? Ein bisschen mehr Arbeit, aber es gefällt mir schon besser. Ist ja nicht so, dass ich diese Karte nicht zum ersten Mal mache. Wenn du jetzt regelmäßig meine Videos schaust, dann weißt du, dass ich das schon mal gemacht habe. Zuletzt vielleicht, glaube ich, mit My Mind's Eye fällt mir jetzt gerade ein. Habe ich noch zwei Kärtchen hier? Da habe ich das auch so gemacht. Ja, mache ich immer wieder mal, ne? Aber halt eben nicht bei jedem Video, weil ich möchte auch nicht, dass dir langweilig wird. Genau, und jetzt fürs Birthday. Das ist eine Stanze von AliExpress. Habe ich auch vor Jahren, glaube ich, gekauft. Da gibt es noch ein paar mehr Wörter, irgendwas mit Wishes und noch ein paar mehr, aber ich benutze fast meistens nur Birthday. Ich weiß auch nicht warum. So, und hier begradige ich ein bisschen zu viel. Es ist irgendwie ganz schön schief geworden, das Aufgeklebte. Und gefalzt habe ich das auch noch schief, also muss ich da auch ein bisschen was wegschneiden und dann fällt mir auf, dass es da jetzt wieder schief ist und dann drehe ich das auf die andere Seite, weil da zu viel weiß ist und. Also, ich habe ein bisschen zu viel weggeschnibbelt. Ich benutze trotzdem die Karte. Aber das ist schon. Also, kurz vor
Ich kann die gar nicht verwenden. Also ich habe da echt viel weggeschnippelt. Und immer noch sieht es irgendwie schief aus. So, jetzt, mehr geht nicht, Olga. Das war's jetzt, hör auf. Geht's dir auch manchmal so? So, ich bereite das erstmal so mit ein bisschen Klebeband vor und die Ränder bepinsele ich mit Flüssigkleber und dann setze ich das ein wie ein Puzzle. Ne? Das mache ich total gerne. Wenn es so eine A6-Puzzlestanze geben würde, das wäre auch meins. Stell dir das mal vor. Und ich könnte sie dann so in Ombre-Look machen. Ich könnte unten mit Tiefpink anfangen, dann immer heller werden. Oh, das wäre voll cool. Also, oh, wow, das wäre toll. Das würde mir echt gut gefallen, so eine Puzzlestanze. Also so ein Rahmen und innen drinne diese Puzzleteile sind separat, ne? Und dann würde ich das mehrfach durchgucken mit unterschiedlichen Farben. Das wäre schon toll. Das würde mir wirklich gut gefallen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da sowas irgendwann mal in A6. Ich glaube, wenn man in A2 arbeitet, also das amerikanische Kartenmaß, die sagen ja dazu E2, ne? Nicht das deutsche A2, die haben da schon ein bisschen mehr Auswahl. Ne? Es gibt sehr viele Hersteller, die für dieses Format, Kartenformat, Stanzen macht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt auch eine Puzzlestanze gibt. Also gesehen habe ich jetzt noch keine. Aber ich würde jetzt mir davon keine kaufen, weil mir das irgendwie, ja, ich bin einfach zu sehr in unserem deutschen Maß drinne, als jetzt in ein anderes umzusteigen. Das könnte ich irgendwie nicht. Aber ich weiß, dass es einige von euch auch machen. Ne? Also ich kriege ja auch mal ein paar Kärtchen zurück. Ne? Und dann sehe ich auch manchmal, dass einer gerade vielleicht mit so einem Stamping-Upset gearbeitet hat. Und dann, die haben ja keine A6-Stanzen, sondern ne, den amerikanischen Maß. Und ja, da habe ich einige hier, die ja, in A2 die Karten gestaltet haben. Genau. So, dann haben wir schon das Day und dann kommen jetzt die einzelnen Buchstaben da rein. Also, wie gesagt, ich finde das ist irgendwie anders. Das gefällt mir voll gut. Muss ich mich jetzt immer zwingen, das so zu machen, wahrscheinlich. Aber nein, man sollte sich nicht unbedingt zwingen. Man darf nicht vergessen, dass es einfach nur Spaß machen soll. So, aber ich finde es ja nicht schlimm. Ich liebe ja sowas, ne? So reinfummeln und so. So, und das letzte B. Und dann haben wir das fertig. Ich habe schon so ein Steinchen vorbereitet. Die sind von Action. Die passen auch perfekt zu diesem Cardstock und zu diesem Block auch. Das sind, glaube ich, meine letzten. Oder es bleiben halt eben drei große übrig. Und dann habe ich auch diesen Bogen aufgebraucht. Also da, die Steinchen von Action sind manchmal ein kleines bisschen groß, wie ich finde. Aber von Farben her haben wir da schon echt eine coole Auswahl, was wir vor Ort kaufen können. Und die haben jetzt echt super gepasst. Also die habe ich auch schon super lange. Die sind jetzt nichts von diesem Jahr, nicht vom letzten Jahr, also noch älter, ne? Und jetzt kommen sie zur Verwendung und sind so gut wie aufgebraucht. Ich weiß zwar nicht, was ich mit den drei großen machen soll, aber ich kann die dann auch nicht wegschmeißen, weil das kann ich irgendwie auch nicht. Aber wofür ich sie verwende, weiß ich auch noch nicht. So. Weil auf Karten drei große finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Also das würde ich jetzt nicht verwenden. Jetzt kommt noch das Beste da unten. Entschuldigung, mein Kopf. Und dann haben wir das. Nur noch die Steinchen, die halt eben echt super gut matchen. Oder? Findest du nicht auch, dass sie total gut passen dazu? Das kam nur, weil ich nach Farben sortiert habe und die gefunden habe. Und die Boxen sind, glaube ich, also diese Boxen, wo ich meine Enamel Dots drin aufbewahre, sind von Wesson Creative. Also auch nicht besonders teuer. Gibt es halt eben eine ganz große Box und dann sind fünf da drinnen. Und ja, die habe ich halt eben zweimal da. Und in den großen Boxen habe ich zum Beispiel Karten einfach reingepackt und dann bewahre ich sie staubfest im Keller auf. Also unter anderem, ich habe auch andere. So, meine Liebe, eine von euch lieben Zuschauern, die mir regelmäßig hier zugucken und mir mal Herzchen da lassen, kann hier ein paar Blätter von diesem Block haben. Also, du siehst, ne, ich habe hier ein paar Kärtchen für dich rausgesucht. Ich habe ein paar angeschnittene Bögen. Sagen wir es mal so, wir teilen uns das einfach mal geschwisterlich, diesen Block. Da hat jeder was davon. Ich kann damit noch was basteln, weil ich jetzt nicht alles weggegeben habe. Und du kannst damit noch was basteln, weil ich hier einen Teil gemacht habe. Und ich habe dir sogar die Stanzteile kopiert. Also ich habe keinen A3-Kopierer, aber einen A4er. Deswegen habe ich das zweimal gemacht auf ein Color Money Papier. Das ist 300 Gramm schwer und ist ganz glatt. Also perfekt für solche
Ja, Karteikartendrucke zum Beispiel. Also es ist echt sehr stabil. Auf der Rückseite sind ein paar Spuren von meinem Drucker, weil der liebt den 300 Gramm Kartzucker jetzt nicht so gerne. Aber es funktioniert, weil es ist auch dafür gemacht. Und dann gebe ich dir noch so eine DIN-Langstanze dazu. Die ist jetzt schon auseinandergenommen worden. Aber du kannst sie trotzdem haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vollständig ist. Au. Oh, das hat das. Also mach das bitte nicht. Ja, ich habe mich richtig geschnitten. Also, aua, 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 mach das nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so scharf ist. Aber ich glaube, dass es zusammengehört. Und ja, der Erste, der mir schreibt, dass er das, ich sage jetzt mal, Set haben möchte, der kriegt es auch. Bitte sei ein Abonnenten meines Kanals. Und es wäre toll, dass es jemand ist, der noch nichts von mir bekommen hat, damit ich wirklich alle mal glücklich machen kann, die natürlich auch wollen, ne? Also bitte schreib drunter, wenn du noch nie was von mir bekommen hast. Ich werde das natürlich nicht zu 100% immer nachverfolgen können, aber an der Adresse kann ich das schon erkennen. Meistens. Außer das ist schon ein paar Jahre her, dann ist es so, ne? Also, genau. Hab bitte eine Adresse in Deutschland, schreib, ich nehme den Rest und dann kriegst du es sehr, sehr gerne von mir. Meistens lege ich auch eine handgeschriebene Karte von mir rein. Entweder das wollte ich oder das wollte ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht, aber manchmal bekomme ich das schon mit, dass ich dann eine Rückmeldung kriege und jemand schreibt mir, ich hab's erhalten, vielen lieben Dank, ich habe mich sehr über die Karte gefreut. Manchmal kriege ich sogar eine Karte zurück, freut mich auch total. Also ja, einfach ein Dankeschön an dich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.